Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Pokémon Revolution Online. Ja, ich befinde mich hier auf der Route, und wie ich oben rechts sehe, mittlerweile habe ich auch gelernt, wo man sehen kann, wo man sich gerade befindet. Wir sind auf dem Weg Richtung Felstunnel und ich würde mal sagen, es wird Zeit für einen Kampf. So, was haben wir denn hier? Eine Miraplan. Na, sowas aber auch. Genau, versuch mal einen Bisaflor zu vergiften. Das wird bestimmt super funktionieren, Mirapla. So, und ein Knofenser kommt als nächstes Level 18. Wieso sind die denn vom Level her so mega niedrig? Hätte man hier auch schon vorher hingekonnt? Eigentlich ja nicht, oder? Man kommt hier erst hin, wenn man Blitz hat. Sehr merkwürdig. Wieso sind die hier vom Level so niedrig? Das verstehe ich nicht, aber okay. Gut, ich würde mal sagen, unser Bisaflor macht das. Aua! Ich muss mich immer ein bisschen anders hinsetzen. Eigentlich auch noch ein Knofenser. Ach du Heilige. Komm, gib doch einfach auf. Du hast doch eh keine Chance. Und das dürfte es auch gewesen sein. Da unten haben wir ein Item, das würde ich mir natürlich gerne holen. Eine Max Potion, oh mein Gott. Coole Mucke. Haika Jeremy. Oh. Ein Macholo, sowas aber auch. Machen wir mal den Blätter-Tanz. Ja. Das war recht solide. Oh, Onix, das tut mir leid. Das tut weh. So, hätten wir diese beiden Trainer hier abgezogen. Hier geht es weiter. Hier haben wir noch einen Camper. Den machen wir auch mal gerade weg, damit wir da an die Beeren kommen. Die würde ich natürlich sehr gerne mitnehmen. Oh. Okay, Fukalo ist jetzt nicht so mega geil. Das dürfen wir aber eigentlich gut wegkriegen. Gut, wir brennen. Schaffen wir das noch? Das schaffen wir noch. Fukano ist besiegt. Die Frage ist, was hat er noch? Ein Glumanda. Aha. Okay, jetzt sind wir verwirrt. Wir sind verwirrt. Wir brennen. Vielleicht kommt ja ein Zerschneider durch, ich weiß es nicht. Mit Glück? Komm schon. Ah, okay, das war's. Das war es. Ah, okay, wir leben noch, aber wir müssen auswechseln. Ich wechsle mal auf unser Tauboga. Und das dürfte es gewesen sein. So,
was für Pokémon gibt es hier eigentlich? Das kann man ja hier nachgucken. Aha, ein Ibitak. Ach du heilige Scheiße. Ein Fragezeichen Pokémon, ein seltenes wahrscheinlich. Okay. Erstmal Beeren mitnehmen. So, ich bin gerade überlegen, gehe ich nochmal zurück ins Pokémon Center? Oh, da muss ich ja da oben lang. Na, super. Na, super. Ich gehe gerade zurück ins Pokémon Center. So. Schade, dass es hier keine Turbo-Treter gibt. Das würde mich echt freuen. Ich weiß übrigens mittlerweile, bei welchem Typen wir das Fahrrad bekommen. Allerdings glaube ich noch nicht, dass wir gut genug sind für das Fahrrad. Beziehungsweise wir müssen dafür etwas haben, was wir, glaube ich, noch nicht haben. Kommt man ja nicht auch irgendwie schnell raus? Tatsächlich. Jetzt kommen wir. Zerschneider und weiter geht's. So. Da steht einer, da unten steht auch noch einer. Boah, wen machen wir zuerst weg? Keine Ahnung, machen wir mal ihn weg. Camper Drew. Ein Radplatz, ah ja. Wie er nur Sucker Punch macht, damit er anfangen darf. Das ist widerlich. Sternschauer. Okay. Wenn du meinst. Wow. Das macht mir richtig viel Schaden. Leck mich am Arsch. So, was hat er noch? Und Level 33, sehr gut. Habe ich wirklich Rasierblatt rausgenommen für Blättertanz? Blättertanz hat natürlich den Nachteil. Also zwei Runden kommt eine ziemlich starke Blattattacke, aber dann ist dieser Floor ja verwirrt. Was hat denn der Vergangenheitsblub hier gemacht? Na gut, aber wenn man das gezielt einsetzt, dann ist das eigentlich ziemlich stark. So viel zu Rettern. Oh shit, das wird wehtun. Und das war's. So, da haben wir noch einen Bugcatcher da oben. Wieso, was bewacht er da? Der bewacht nur einen weiteren Bugcatcher. Mysteriös. Ein Bugcatcher, der einen Bugcatcher bewacht. Leute, wollt ihr mich verarschen? Was sind das denn bitte für Pokémon? Hallo, ich habe drei Arena-Ohren. Ich meine, hier muss jetzt ja nicht wieder ein Arbok ankommen oder ein Golbat, was mein ganzes Team one-hittet, aber ein bisschen stärkere Pokémon hätte ich jetzt doch schon erwartet. Oh, ja. Ein Blutzug, warum nicht? Blutzug ist schneller. Aha. Ja, hier komm. Machen wir es mal weg. Machen wir es einfach mal weg.
Lol, das hat überlebt. Ein Crit, sehr gut. You have won the battle. Ein Bugcatcher, der einen Bugcatcher bewacht. Ich tue mal gerade Tauboga nach vorne. Hier, komm. Dich mache ich auch noch weg. Ein Biboa. Ach du Scheiße. Autsch. Rage finde ich nicht nett. Ja, sein Angriff wird stärker, aber das dürfte es gewesen sein für Speedboar. Na, was hast du noch? Noch ein Speedboar, natürlich doch. Alles klar. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass hinten ein Item oder so liegt. Aber gut, ein Typ mit zwei Bibos, warum nicht? Tauboga erreicht Level 28, das freut mich. Lol, er greift auch mit dem Tauboga an. Nice. So, hier oben geht es. Ach, da oben ist doch noch ein Item. Hat sich es doch gelohnt. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Light Clay. Aha. So, tun wir mal wieder. Ach, Moment, mir fällt gerade was ein. Ich tue mal gerade unser Carpador nach vorne. Ich habe mich ja, glaube ich, in der letzten Folge so mega gefreut, dass wir einen Carpador Level 25 gefangen haben. Das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, ziemlich scheiße. Weil, wenn ich richtig informiert bin, entwickelt sich Carpador auf Level 20 zu Garados und er lernt dann Biss. Da wir ein Carpador Level 25 haben, dürfte es sich gleich auf Level 26 zu Garados entwickeln und Biss nicht mehr lernen. Das ist ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Wir kämpfen mal gegen ihn hier. Ja. Ich war mir überlegt, ob ich mir ein neues Carpador hole, aber ganz ehrlich, wir kommen damit schon irgendwie zurecht. So. Dann wechsle ich mal direkt auf unser Bisaflor. Smackdown. Ja, mach du mal Smackdown. So, jetzt müsste Carpador nicht ein Level gestiegen sein. Ja, man sieht es da auch schon. Carpador ist ein Level gestiegen. Ja, und jetzt steht es hier auch gut. Da dürfte es sich eigentlich gleich entwickeln. Während wir hier dieses Macholo weggefegt haben. Das hätte ich beinahe ein ganz böses Wort gesagt. So. Dieser Flo ist verwirrt, oder? Ach, verdammt. Komm schon, dieser Flo, bitte. Bitte. Wieso lebt dieses Klein schon eigentlich noch? So, komm, das war's jetzt aber, oder? Und Carpador entwickelt sich zu Garados. Er lernt aber jetzt, glaube ich, keinen Biss mehr. Oh, guckt euch das an. Aus so einem kleinen, unscheinbaren Fisch wird ein mächtiges
Gyarados. Ah. Schön. So. Gyarados hat Leer erlernt. Ja, das Blöde ist, Gyarados hat jetzt die Attacke Biss, wie gesagt, nicht gelernt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Wie kann man denn nochmal nachgucken? War das hier im Pokédex? Welche Nummer hat denn Gyarados? Geil. Wir haben nicht nur den Bissübersprung, sondern auch die Drachenwut. Das nächste, was wir lernen, ist Twist auf Level 29 und dann Ice Sun auf Level 32. Aquatail auf 35 ist auch noch interessant. Hydropumpe. Hyperstrahl. Ich muss gestehen, ich bin mit diesem Gyarados nicht hundertprozentig zufrieden. Aber ich nehme es jetzt einfach mal mit. So, wo... Warte mal, da oben haben wir das Item geholt, oder? Mach den mal gerade noch weg. Ein Onix, so. Immer diese Fähigkeit von diesen Gesteins-Pokémon. Mein Gott, ey. Wir sind jetzt wieder verwirrt. Das ist scheiße. Aber es hat funktioniert, sehr gut. Ich glaube, wir sind auch schon da, oder? Genau, hier oben kann man zum Kraftwerk surfen. Und hier müsste jetzt eigentlich, genau, der Felsberg oder der Felspfad oder wie heißt das? Irgendwie so, glaube ich. Ein Pokémon Center, Gott sei Dank. Yes, please. Natürlich. Aha. Ach ja, genau. Wir brauchen ja Blitz dafür. Der Vergangenheitsblub hat sich doch bestimmt Blitz geholt. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Blitz, genau. Warte mal, habe ich das nicht schon... Habe ich das schon gemacht? Ah, hier, Smetbo. Ich habe Smetbo Blitz gegeben. Okay. Dann würde ich mal sagen, hier ist wieder so ein komisches Loch. Tja, dann würde ich mal sagen, auf durch den Felstunnel nach Lavadia. Boah, ist das dunkel. Alter, ist das dunkel. Alles klar. Erstmal, wie sitze ich denn hier? Wie mache ich das denn? Ah, ich klicke einfach hier drauf. Okay, hier sieht man schon wesentlich mehr, ja. So, Hiker Jim. Komm mal her. Und noch ein Kleinstein, natürlich doch. Level 34, sehr gut. So, jetzt ist unser Bisaflor wieder verwirrt. Das ist natürlich ungünstig, aber ich hoffe einfach mal, dass es trotzdem durchkommt. Nice.
Hi, Macholo, warum auch nicht? Oh, fuck. Autsch. Alles tut doch weh. Freunde, so aber nicht hier. So nicht. So. Ja, hier gab es auch so extrem viele wilde Pokémon hier. Ich bräuchte eigentlich noch ein Feuer-Pokémon. So, warte mal, hier kamen wir rein. Hier ist gleich der nächste Hiker. Und ein wildes Zubat, natürlich. Okay, wir können doch nur die Leiter runter. Einen anderen Weg gibt es gar nicht. Alles klar. Hiker Erik. Alter, wie die alle keine Chance mehr haben. Ein Onix. Aha, sehr gut. Natürlich überlebt er. Gyroball. Ja, komm, ein kleiner Zerschneider und das war's. Das war so klar. So, hier kann man, glaube ich, warte mal, mir fällt gerade was ein. Haben wir nicht auch Dick? Was hast du für Attacken? Bulldozer, Steinwurf, Magneton, Stealthwalk. Was war nochmal Stealthwalk? Ach, das war das für Competitive. Ich würde eigentlich gerne einem meiner Pokémon das beibringen. Was hast du? Slam. Kann wie Senior Dick erlernen. Ich tausche mal Kratzer gegen Schaufler aus, weil man kann hier bei diesen Stellen graben. So. Nice. Okay, bei diesen komischen Stellen kann man nämlich immer graben und dann könnte man Items finden. Hier war jetzt zum Beispiel ein Superball. Das ist ziemlich nice. Graben wir mal weiter. Warte, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? Erstmal buddeln. Erstmal buddeln. Hier kann man ja voll geil Items farmen. Wir haben schon einen Superball und einen Aufwecker gefunden. Okay, hier war nichts. Gehe ich aber nochmal hier hoch. Da oben war nämlich auch noch eine Stelle. Ich glaube, ich sollte hier Archäologe werden. Okay, hier war auch nichts. Zubat, geh mir nicht auf die Eier. So, warte mal. Hier waren auch noch zwei Stellen. Ein normaler Pokéball. Ja, nehme ich gerne mit. Ein Äther! Alter, das lohnt sich ja voll. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sich das so extrem lohnt. Ach ja, ich glaube, ich habe am Anfang die Kopfnuss liegen lassen. Man kriegt nämlich von einem Typen in diesem dunklen Baum im Vertania-Wald Kopfnuss beigebracht. Den habe ich, glaube ich, ausgelassen. Das ist eigentlich ziemlich dumm, weil wir können so jetzt keine Pokémon von Bäumen runterholen. Lolita. Komm, Lolita, was willst du denn?
Du hast ein Mauzi. Gut, das war ein Mauzi. Du hast ein Onyx. Gut, das wird ja immer besser. Für meinen Bisaflor. Das war so klar. Und last but not least, ein Taubsi. Ach, das ist süß. Oh, dieser Vlog kann sogar noch weitermachen, ist noch nicht verwirrt. Sehr gut. Ja, where's the ladder? Die ist direkt hier unten. Ich glaube, mit Schaufler kann man auch, habe ich glaube ich im Wiki gelesen, im Mondberg kann man glaube ich Nuggets und so farmen. Das ist natürlich ziemlich nice. Ich gehe erstmal nach unten. Hier ist ein Item. Ein Fluchtseil. Ernsthaft? Kann ich hier eigentlich... Boah, wisst ihr, was scheiße sein muss, wenn man hier durchgeht ohne Blitz? Das muss richtig scheiße sein. Nicht, dass ich damit auf irgendwas anspielen möchte oder so, aber das muss richtig ätzend sein. Das stelle ich mir richtig ätzend vor. So, ich gehe mal hier weiter. Alter. Und hier gibt es wieder... Ach du, was ist hier los? Hier ist noch eine Leiter, ein Radikal, okay. Pokemaniac Ashton. Wer ist denn Ashton? Ist der mit Ash Ketchum verwandt? Alter, Kleinschein, lass mich in Ruhe. Sind wir jetzt hier richtig oder sind wir hier falsch? Can you see in the dark? Ein Dragosso. Okay. Nehme ich. Ach, ein Fleckborn. Das ist ja passend. Und Level 35. Wir leveln hier ganz schön gut, muss ich sagen. Man hier bei diesen Stellen eigentlich auch buddeln? Warte mal. Nee. Okay, wir können nur hier entlang. Da ist noch ein Pokemaniac. Pokemaniac Winston. Mit einem Fleckmon. Aha. Mira aus dem Weg. Okay, jetzt sind wir hier unten. Ja. So, ich muss aber mal das Mikro kontrollieren. Picknicker Sophia. Ja, komm her. Ich mach dich auch noch weg. Wir hatten jetzt schon länger nicht mehr zum Buddeln, ne?
Ja, komm. Weg mit dir, Pummeluff. Taubsi, Taubsi wird auffallen und weg damit. Na, Bisaflor, kannst du auch eine Runde? Du kannst auch eine Runde, oder? Ja, das sieht gut aus. Ein Mauzi. Ist der Tag im Deutschen überhaupt Blättertanz? Ich glaube schon. So. Dann müssen wir hier jetzt quasi weiter. Hier ist... Hä? Ist hier eine Sackgasse? Ne, hier geht's noch unten weiter, oder? Wieso? Was ist das? Da ist ein Pokémaniac. Da ist ein Hiker. Ich kämpfe mal gegen den Hiker. Kann es sein, dass mir bald der Blättertanz ausgeht? Ich glaube schon. Das war so klar. Das war so klar. Und noch ein Kleinstein. Natürlich. Wehe, der hält das jetzt auch aus. Das, oh, boah, Alter, leck mich doch am Arsch. Kleinschein. Komm. Ach, cool. Ich hab das noch einmal. Okay. So, wäre das gleich schon auch weg. Ich dachte, wenn dieser Flo irgendwie dreimal hintereinander Blättertanz einsetzt, dann wird auch dreimal abgezogen. Okay, ich setze das letzte Mal ein. Das Gerock muss auf jeden Fall Boah, leg mich doch mal, das darf doch nicht wahr sein. Wieso haben die alle diese Fähigkeit hier? Kann mir das mal jemand verraten? Gerock, machen Abgang. So. Hast du irgendwas Interessantes gesagt? So, unser Bisaflor Level 35, fast 36, bekommt mal eine kleine Pause. So, hier unten ist eine Leiter. Was ist hier unten? Oh, hier kann man buddeln. Cool. Yes, please. Cool, ein paar Beeren. Alles klar. Ein Pokéball, warum nicht? Da unten steht ein Typ. Da kann man buddeln. Soll mir das jetzt sagen, dass da was ganz Wichtiges, Wertvolles ist? Hier kann man sogar dreimal buddeln. Oh shit. Das ist ungünstig. Oh fuck, das hier reicht nicht. Ich habe auch kein Glück heute, ne? Komm, ich riskier's. Komm schon, 9. 9. 8. Na, ob 8 ausreicht? 8 reicht nicht aus. Schade, schade, schade.
mache mal eine Quick Attack, um das Fleckmann aus dem Spiel zu nehmen. Geil, noch eins. Super. Richtig geil. Ja, wir machen ja richtig viel Schaden. Leck mich am Arsch. Komm schon, Trauburger, kannst du nicht mal kritten oder so, bitte? Das ist ein Witz. Jetzt sind wir verwirrt, ernsthaft. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, das ist jetzt ein Witz. Tabora? Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Okay. Dann muss es mal wieder unser Visenior regeln. Auf unser Visenior ist halt Verlass. Das darf nicht wahr sein. Kopfnuss, aua. Jetzt trifft Visenior nicht. Ich werde verrückt. Visenior, bitte. Komm schon, Visenior, du schaffst das. Und jawohl, sehr gut. West ist natürlich auch nicht schlecht. Den Fugenschlag würde ich gerne behalten. Slam auch, Quick Attack auch. Ah, West ist natürlich mega nice. Aber ehrlich gesagt, also wenn Visenior jetzt ein Tank wie Relaxo wäre, dann würde ich ja sagen, West würde Sinn machen. Aber auf Visenior, ich meine, wenn Visenior jetzt irgendwie Low HP hat und ich setze halt West ein, in den zwei Zügen, wo Visenior pennt, kriegt es doch genau denselben Schaden wieder. Also ich finde West prinzipiell eine gute Attacke, aber nicht für Visenior, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hat er jetzt gesagt? Ich tue mal unser Gyarados gerade nach vorne. Ein Ultraball? Wie ist das denn bitte? Ein Trank, den nehme ich gerne mit. So, was haben wir hier noch? Gar nichts. So, hier unten kann man noch buddeln. Du bitte. Auch nichts. Ach, da steht wieder einer. Da steht wieder so ein Eumel. Ich setze mal einen Beleber auf Girock ein. Einen von unseren Belebern. Dann kriegt Girock auch noch ein Tränkchen. Visenior kriegt auch noch ein Tränkchen. Ich glaube sogar zwei. Diese normalen Tränke bringen sowieso fast nichts mehr. Hallo? Rockslide. Okay, hier kann man Rockslide erlernen.
Ja, geil. Jetzt habe ich zwei oder. Nee, jetzt habe ich drei Tränke und einen Beleber verblattet, weil ich dachte, der Typ will gegen mich kämpfen. Sehr gut. So, wir buddeln hier mal weiter. Nicht schlecht. Alter, das lohnt sich echt. Nice. Ich würde gerne den Fenstunnel in dieser Aufnahmesession abschließen, wenn ich ehrlich bin. Was willst du denn? Junge, geh mal aus dem Weg. Geh weg. Ein Glumanda. So. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Nein. Das war knapp, Freundchen. Gut, Garados, das wirst du wohl nicht machen. Aber du kriegst doch bestimmt noch einmal Tackle raus, oder? Jawohl, sehr gut. A critical hit. Wen lasse ich das machen? Null mal. Ich glaube, ich habe zur Not noch ein paar Beeren dabei, wo ich die Dings wieder auffrischen kann, die PP. Das hätte ich zur Not auch noch. Doch, das gibt's doch nicht, ey. Das ist ein Witz. Nein. Nein. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Komm, spiel's auf, oh, bitte, 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 bitte. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ach nein, ich schon wieder. Leck mich doch am. Okay, jetzt reicht's. Ich habe noch eine Super Potion. Ich gebe Bisaflor mal eine Super Potion. Picknicker Martha. Weh, ich bin ja falsch. Wehe. Och, leck mich doch am Arsch. Wieso haben die eigentlich immer genau die Typen, gegen die ich gerade übelst empfindlich bin? Kann mir das denn jemand verraten? Noch 6 Uhr. Sleep Powder, ernsthaft? Leck mich doch am Arsch, ey. Leck mich doch am Arsch. Okay. Dann muss es wieder Bisaflor regeln. Wie viel Pokémon hat er nicht? 2. Okay. Ich will hier raus. Ich will hier einfach nur noch raus. Komm hier. Gib mir einfach. Oh nein, dass ich schon diesen Pokémaniac. Ich krieg schon wieder einen Anfall hier. Ein Bisasam. Oh, so süß. Und Level 36, sehr gut.
So. Ach so, Pokémon Exiv, gegen den haben wir irgendwie gekämpft. Hä? Oh, Radfatz, komm. So, warte mal, da unten kamen wir ja raus. So, lassen wir hier durch. Oh, komm, kann ich mich bitte. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Bin ich jetzt ernsthaft diesen ganzen Weg gelaufen, nur um hier in der Sackgasse zu landen? Ernsthaft? Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Hier ist eine Sackgasse, eine verfickte Sackgasse. Warte mal, ich habe doch eben so einen Schutz gefunden, oder? Ja, wobei, die verkaufe ich lieber. Das heißt, ich bin gerade diesen ganzen Weg umsonst gelaufen. Ernsthaft. Das ist ein Witz. Ach, wo ging es denn nochmal zurück? Ich kam von hier oben, oder? Ich glaube, ich kam von hier oben. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Diese Tunnel sind einfach nur zum Kotzen. Ach, wo muss ich denn jetzt lang? Ich kam hier weg, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe im Wiki gelesen, dass man im Mondberg... Ich glaube, das habe ich auch vorhin schon erzählt, dass man im Mondberg... Mit dem Schaufler ziemlich guten Nuggets oder so farmen kann, oder diese verbesserten Nuggets. Dürfte ich jetzt bitte fliehen? Ich würde gerne bitte fliehen. Radikal. Danke. So. Die Frage ist, wo ging es lang? War ich hier unten schon? Hallo, nix. Hier ist natürlich auch noch eine Sackgasse, sehr gut. Ach, ist diese Hölle zum Kotzen, ey. Das heißt, dieser ganze obere Weg war komplett für den Arsch. Moment, aber hier unten war doch auch nichts. Warte mal, hier unten war doch nur das Item, oder? Nein, das darf nicht wahr sein. Dieser ganze Weg hier bei Lolita ist für den Arsch, ernsthaft. Das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr. Der hat einen Cedar King. Okay. Hä, aber... Wo soll ich denn dann lang gehen, bitte? Wenn dieser ganze Weg hier für den Arsch ist, wo soll ich denn dann lang gehen? Hä, aber hier komme ich doch wieder raus. Hä, bin ich grad doof? Okay, also wenn ich gerade eh schon mal draußen bin, kann ich auch noch mal gerade im Pokémon Center hier vorbeischauen. Ich meine, wenn ich eh gerade wieder am Anfang bin, dann mache ich das natürlich. So, wir setzen mal wieder den Blitz ein. Dann habe ich irgendetwas übersehen. Ich habe irgendwas übersehen.
Was habe ich denn übersehen? Scheiße, muss jetzt echt nochmal alles abgehen. Hier geht es definitiv nicht weiter. Ich muss hier oben lang. Ich muss definitiv hier oben lang. Warte, diese ganzen wilden Pokémon gehen mir so auf die Eier. So. War ich eben vielleicht schon fast durch? So, hier war eine Sackgasse, richtig? Richtig. Das heißt, ich muss weiter hier lang. Hier kann man nicht runter. Ich muss also hier lang. Ich muss diese Leiter benutzen. Nach hier. Ja. Bisher ist ja noch alles gut. Wo habe ich denn was übersehen? Oh, ich muss mal gerade was trinken. Sekunde. Ah, so. Wo habe ich was übersehen? Nur nach hier gehen. Ich sehe gerade, ich habe doch keinen Macholos. Könnte ich eigentlich mal versuchen zu fangen. Ich glaube, das mache ich mal gerade. Ernsthaft. Gut, du hast nicht anders gewollt, dann vergift ich dich. Sehr gut. So, ich kann nur nach hier. Das heißt, ich muss durch diese Leiter durch. Bisher ist der Weg ja recht einseitig. So, ich kann nicht nach oben. Ich muss hier unten lang. Wo habe ich den Fehler gemacht? Warte mal. Was war Walkslide? Was war das? Wenn ich jetzt wüsste, was Walkslide nochmal war, brauchte man das? Rocks keep falling. You don't know the next one will hit. Walkslide für 5000. Was war denn nochmal Walkslide? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was war denn nochmal Walkslide? Brauchte man das irgendwie, um weiterzukommen? Oh, ein Golbat. Interessant. Aber man brauchte doch hier nur Blitz, oder? Ich bin gerade irgendwie mega verwirrt, wieso ich hier den Ausgang nicht finde. Ich meine, der Weg ist doch ziemlich einseitig. Lol. Alter, ich bin so dumm. Ja, alles klar. Hier ist eine Treppe, da ist HKL und da geht's raus. Okay, ich habe den Ausgang gefunden. Sehr gut.
Gorbat, würdest du mich bitte rauslassen? Gorbat, komm, lass es. Nurse Joy? Was ist hier Nurse Joy? Cool. Okay, dann erkunde ich hier gerade noch ein bisschen weiter. Das ist ja geil, dass sie direkt beim Ausgang so eine Nurse ist. Hier ist ja gar nichts. Okay. Oh mein Gott, endlich raus. Und du wirst uns auch nicht aufhalten, Heike Allen. Ernsthaft auf dem letzten Feld. Oh, wir sind draußen. Route 10. Route 10, wir sind endlich draußen. Gott sei Dank. Gott sei Dank, endlich raus aus dieser Kackhöhle. Wieso steht da unten ein Polizist? Ach, das ist ein Spieler. Hat er sich einfach ein. Oh, ein Tomboga. Ein Polizisten-Outfit gekauft. So, Tabora, mach mal bitte einen Abgang. Ach, das war so klar. Blättertanz ist echt ein bisschen risky. Boah, Mensch, ey. Ja. Bugcatcher Steve. Ich würde in dieser Session gerne noch Lavandier erreichen. Ja, super effektiv, das sehe ich. Das sehe ich, wie super effektiv das ist. Und Level 29, sehr gut. Ach so, okay, hier unten vereinen sich die Wege quasi. Ja, komm, dann nehmen wir die beiden Hiker da auch nochmal mit. Ich meine, die können ja sowieso nichts. Sagt er und könnte eventuell gleich verrecken. So, ich gebe dieser Flommerat ein kleines Tränkchen. Nur mal so zur Sicherheit. Ein Onyx, ein gutes altes Onyx.
Pokémaniac Hermann. Ah ja. Aber erstmal den Hiker. Oh mein Gott, ey. Ich will doch nur nach Lavandia. Ist das denn so viel verlangt? Alter, was ist denn für ein Klopper? Verdammt, wir sind jetzt schon verwirrt. Das ist nicht gut. Was hat er als letztes Pokémon? Ein Onix. Ach, verdammt, ey. Gyroball, das dürfte nicht wirklich viel abziehen. Ich glaube, das zieht sogar weniger ab, wie wir uns mit Überreste heilen. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe irgendwie heute kein Glück. So, konnte man hier noch irgendwas? Nee. Okay, komm. Ein Trainer noch, dann haben wir es geschafft. Pokémaniac Hermann. Das dürfte auch noch ein Level abgeben. Das freut mich natürlich. Und tschüss. Ja, wir 37, nice. Und wir sind endlich da. Ich wusste es. Ich wusste es, dass wir irgendeine richtig geile Musik eingebaut haben. Boah, erstmal ins Pokémon Center. Erstmal ins Pokémon Center. Yes, please. Gut, dann würde ich sagen, werde ich an dieser Stelle eine Aufnahmepause machen und in der nächsten Session werden wir dann gemeinsam Lavandia erkunden, die Stadt der Geister. Ich bin froh, dass wir es durch den Felstunnel geschafft haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao.